Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich hatte mir vor kurzem ja mal eine Maus gekauft und habe immer noch nicht das Video gemacht. Die habe ich mir geholt, weil meine Maus rumgesponnen hatte. Und dann, ja, nach dem Neumachen vom Windows ging sie wieder. Keine Ahnung, was da der Fehler war. Ich habe alles Mögliche versucht. Hatte aber in der Zeit ja schon eine neue bestellt. Die kam dann auch und wollte ich dann auch nicht zurückschicken, weil die war billig und ich weiß jetzt auch nicht, was ich bezahlt habe, 12 Euro oder sowas. Die war, oder 13, bin mir jetzt nicht sicher, war billig und ich wollte schon immer so eine Maus haben und die wollen wir jetzt mal unboxen. Testen kann ich sie jetzt nicht gerade wirklich, weil PC nicht da ist, aber wir können sie uns wenigstens mal angucken. Müssen wir gucken, wo sie aufgeht hier. Ja, einmal aufmachen, dann haben wir so eine Plastikschiene. So, dann haben wir eine Anleitung haben wir mit bei und eine CD haben wir mit bei. Ein Gaming-Maus ist das. So, können wir das hier abheben. Auch mit so einem gesleeften rot-schwarzen Kabel, wie meine aktuelle Maus auch hat. Die ist aus Metall. Hier unten, das ist wirklich Metall. Seht ihr das? Kann man hier drehen? Ne, hier kann man nicht drehen, oder? Ja. Und dann hat man halt hier eine Taste, hier, hier, hier oben, hier. Also allein hier vorne sind nicht wie bei einer normalen Maus zwei Tasten plus halt für schnell und langsam machen. Ne, wir haben hier unten noch kleine Tasten mit dazu. Wir haben auch auf der Seite halt hier 1, 2, 3 Tasten. Auf der anderen Seite nicht. Und ich fand diesen Metall-Look mit dem Schwarz halt total schick. Und halt dieses Offene. Weil normalerweise kennst du die Mäuse ja alle immer so zu. Und hier hast du dann halt auch noch so eine Barriere, dass du nicht so runterrutschen kannst. Zählt das als einzelner Knopf? Ich glaube, das zählt so, wenn du hier zur Seite machst, als einzelner Knopf. Aber glaube nicht. So. Ja, sieht dann süd aus. Oh, schöne Gummis unten, schöne große Gummis. Einen fetten großen Gummi hier unten. Und zwei hier. Oh, ich finde es gut hier, das mit der Auflagefläche für den Daumen. Hat auch eine schöne Form, muss ich sagen. Finde ich gut. Also doch kein Fehlkauf. Finde ich gut, ja. Weil so eine hatte ich noch nicht. Ich habe alle möglichen Mäuse schon getestet. Aber so eine mit hier unten der Fläche für den Daumen und halt hier wirklich mit offen. Also das ist jetzt nicht hier Plaster irgendwie durchsichtig. Könnt ihr sehen, ich rauche da richtig drin mit dem Finger. Das ist wirklich alles lose. Und in der Mitte, das ist halt echtes Metall. Ja. Und da sind dann halt diese Gummiaufsätze und hier auch raufgeschraubt. Hier so ja mit so Federn in der Mitte drin gemacht, damit das ein bisschen optisch aussieht, weil zusammen geht es hier nicht. Nee. Nee. Also vom Optischen her finde ich es ganz schön. Mit Mausrad. Geht sehr leichtgängig. Da haben wir auch Gummi nochmal in der Mitte, damit wir hier ein bisschen Haftung haben. Mir fehlt das Klicken ein bisschen. Bei meiner klickt das meistens noch so ein bisschen. Da weißt du dann halt, wie weit du vorne, nach vorne und zurück gehen kannst. An der Seite hast du das hier so ein bisschen so wie so ein kleines Gewinde. Also wie so beim Zahnrad. Also ist so an sich schon ganz schön. Jetzt muss ich warten, bis mein PC wieder da ist. Dann kann ich die auch am PC testen. So. Aber so vom Optischen her macht die ordentlich was her. Sieht schick aus. Jetzt werden wir sie mal wieder schön einpacken. Also auf jeden Fall ist das kein Fehlkauf. Und so eine wollte ich, wie gesagt, schon immer haben. Ich habe so eine noch nicht. Hier ist auch das Mausding ist auch abgedeckt mit so einem Plaster. So eine habe ich noch nicht gehabt. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich dann im Langzeittest macht. Ob es gut oder ob es schlecht ist. So. Da müssen wir uns dann erstmal von überzeugen. Na komm, das will jetzt nicht zugehen, doch zu. So,
Wie gesagt, das ist die Maus, die wir als nächstes testen werden. Sobald der PC wieder da ist, der ist immer noch unterwegs. Zurück zu Mindfactory. Mal gucken, was sie da machen können. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Das Hardware-Video werde ich dann erst am PC machen, wenn der PC wieder da ist. Wenn wir es mal so testen, weil am Laptop will ich es nicht unbedingt testen. Da habe ich zu wenig Platz dann auf dem PC-Tisch durch die Monitore und alles. Deswegen müssen wir da dann noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt schon vorher online schalte oder ob es dann erst online geht, wenn ich den PC wieder habe und den Hardware-Video gemacht habe. Das weiß ich noch nicht. Lass mich mal überraschen. Also kann ich euch so auch noch nicht sagen. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.